herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und nicht wundern, dass wir jetzt an einer ganz anderen Stelle stehen als im letzten Part, aber ich habe mir gedacht, dass wir, als wir damals in Ochsenfurt waren, haben wir ganz übersehen, es gibt hier einen Friseur. Und ich habe mir gedacht, wir wollen... Moment, wir lesen mal. Barbier. Wir wollen natürlich alles, was uns das Spiel zur Verfügung stellt, wollen wir nutzen. Und vielleicht mal ein paar seiner Haare abschnibbeln. Und darum gehen wir mal zum Barbier. Guten Tag. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Och, du siehst doch ganz wundervoll aus, Geralt. Aber wir schauen. Okay, wir haben Frisuren. Oder beziehungsweise wir haben halt Frisur und Bart. Okay, rasiert bis auf den Pferdeschwanz. Lang und offen. Pferdeschwanz. Offen, nicht zu lang. Seiten rasiert oben kurz. Hinten Pferdeschwanz. Ach du Scheiße. Gut, wir haben kein Bild. Darum würde ich sagen, wir gehen einfach mal komplett durch. Ja, zeig mal. Okay, nicht schlecht. Das ist, glaube ich, das mit komplett rasiert, was wir am Anfang hatten. Lang und offen. Wie sieht das aus? Lang und offen. Gut, okay, kann man sich vielleicht vorstellen. Ja, okay, jetzt sieht er halt aus wie so ein maximaler Held, ne? Jetzt müssten die nur blond sein und nackter Oberkörper hat er ja so schön. Jetzt müsste er nur noch so ein Pferd haben, dann wäre der absolute Held. Aber, ne, das gefällt mir. Sieht ein bisschen japanisch aus, finde ich. Offen nicht zu lang, okay. Gucken wir mal, was das ist. Oh, es geht immer mehr ins Japanische. Seiten rasiert, oben kurz. Hinten Pferdeschwanz? Wie soll das denn aus? Opala. Wie Cheng oder was von Cheng Löw. Oder wie sieht das? Oh, wei. Okay, das ist mal... Das ist so die Rockerfrisur in der Teenagerphase. Und was ist der elfische Rebellenschnitt? Auch nochmal ganz interessant. Also bis jetzt sind meine Favoriten definitiv das... Okay, jetzt sieht er aus wie so ein Finanzmanager. Bis jetzt ist mein Favorit auf jeden Fall die Anfangsfrisur. Also sprich, das ganz normal hier dieses lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Gefällt mir sehr, sehr gut und rasiert bis auf den Pferdeschwanz. Das fand ich auch noch ganz geil. Also, ne? Okay, gucken wir mal. Gut, glatt rasiert brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da, was ist das denn? Ein buschiger Spitzbart. Was haben wir da? Eine Henriette. Ja, sieht nicht schlecht, sieht ein bisschen brechermäßig aus. Sympathische Koteletten. Hey, was ist das denn? Ja gut, okay, was sind Koteletten? Aber warum sympathisch? Oh, nein, 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 nein. So ein Backenbart, ey. Was ist jetzt? Ne, da finde ich persönlich Vollbart getrimmt. Na, da sieht er so ein bisschen verruchter aus. Ich weiß, so gestriegelt passt halt nicht zu dem Witcher, finde ich. Der muss so ein bisschen dreckig aussehen, auch mit der Nase. Ja. Und was mir aufgefallen ist, also entweder, der hat ja, wo wir jetzt die ganze Zeit rumgelaufen sind, müsst ihr mal drauf achten, einen langen Bart gehabt. Lang ist jetzt übertrieben, aber definitiv länger. Ne? Das sieht jetzt so ein bisschen aus, als hätte er so ein bisschen AIDS-Bart-mäßig, also ein bisschen hier, ein bisschen da. Ich glaube, der Bart wächst nach mit der Zeit. Müsst ihr mal drauf achten. Wir werden ja jetzt nicht nochmal die Haare schneiden, aber so, es gibt ja nicht die... Es gibt ja nicht die Möglichkeit irgendwie Vollbart, also Vollbart im Sinne von halt Vollbart, aber halt nicht so lang. Da gibt es nur getrimmt. Gucken wir mal. Und ja, ich habe es mir überlegt, ich hätte gerne eine neue Frisur. Ich würde sagen, wir nehmen mal rasiert bis auf den Pferdeschwanz. Die Betonung liegt auf rasiert. Nee, Quatsch. Aber ja, so sehen wir jetzt aus. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Okay, dann gehen wir mal raus. Bist du ein Hexer? Ja, richtig. So, jetzt gucken wir mal. Quests. Ich habe, muss ich mal ganz kurz sagen, nicht wundern, wir haben ewig viele hier. Ich bin durchs ganze Land gereist, wenn man so sagen möchte, und habe mir mal einfach ein paar davon zusammengesammelt, damit wir die später machen können. Weil, das muss man sagen, es gibt ziemlich viele von diesen Brettern, aber an... Ganz wenigen davon sind mehr als zwei überhaupt. Es gibt auch welche, ist immer nichts dran. Also, darum habe ich mal ein paar zusammengesammelt. Wie man sieht, wir können hier sowieso noch nichts von machen, weil die alle zu schwer sind. Darum, wir haben... Ja, wir haben hier noch drei Hauptquests. Also, sprich, einmal Ciri finden. Ja, und
Das wäre dann in Velen, haben wir schon gemacht, mit dem blutigen Baron. Reiseziel Skellige, machen wir aber noch nicht, sondern wir gehen in den Puff. Ja, kann man nicht anders sagen. Da gehen wir jetzt hin, mal gucken, was uns da Schönes erwartet oder auch nicht Schönes. Aber auf jeden Fall treffen wir Rittersporn, ein alter Freund, ein guter alter Freund von Geralt, den man schon im, hoppala, im ersten und zweiten Teil trifft. Lustiger Kumpane. Also war mir immer extrem sympathisch, müsst ihr mal selber gucken. Also ich finde den Typen auf jeden Fall cool. Aber man sieht ja hier noch, wir haben hier noch ewig viele Zwischensequenzen. Cutscenes. Missionen, da haben wir hier noch ein ganzes Anschlagbrett. Dann haben wir hier noch, und wir waren noch nicht einmal in Skellige, muss man auch sagen. Aber wir reisen zum Ruhmestor. Okay, die gesamte Anzahl an Gewinnkarten. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht mal ein, sag ich mal, gesondertes Let's Play zu den Gewinnkarten mache, weil das ist eine Sache, ich habe es ja einmal gemacht mit euch und habe mir das ein, zwei Mal noch selber angeguckt und wirklich an so einer Runde sitzt man teilweise wirklich mal eben 15, 20 Minuten. Und für die Leute, die sich halt denken, ja, ich will halt das Spiel sehen, ich will die Story erleben und so, ist das halt nicht ganz das Richtige. Vielleicht mache ich dann noch ein gesondertes Let's Play zu, wo wir uns dann nochmal richtig mit befassen. Müsst ihr mir vielleicht mal, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir in die Comments, wenn nicht, dann könnt ihr es auch sein lassen. Aber war einfach mal so eine Idee. Aber wir gehen zum Rosmarin und Thymian. Und ich bin sehr gespannt, was wir da vorfinden werden. Und die sehen hier alle schon so zwielichtig aus. Aber wir sind geschriegelt, zumindest was unsere Frisur angeht. Oh, guck mal, wie hübsch der Geralt jetzt ist. Das ist kein Vollbart, da ist eine fette Lücke. Oh, das Spiel sieht so gut aus. Holt es euch, Leute. Wirklich, ich kann dazu nur sagen, mehr kann ich nicht sagen. Holt es euch. Oh. Okay, da ich wollte so ganz cool reingehen. Oh, Tod des Hierarchen, neue Markierung. Ich wollte ganz cool reingehen, hat dann nicht so gut funktioniert. Noch einmal da. Nein, geh da rüber. Das Einzige, was mir wirklich auffällt, und ich habe mir jetzt noch ein paar andere Let's Plays angeguckt, der Fallschaden ist so übertrieben. Wirklich, also. Ich nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Oh, das Sultan. Ja. Ist mir scheißegal, verpisst euch. Da ist Sultan. Das ist noch einer. Der ist auch cool. Der ist ein Zwerg. Werdet ihr jetzt sehen. Der ist super, der Typ. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Das war Sultan. Er ist sehr sympathisch, aber hat ein Aggressionsproblem. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Na, was denn sonst? Okay. Ah, Level 5, ja, komm mal her. Oh, was willst du mir sagen hier? Komm, zack, und weg mit dir. So, und du auch? Bam! Oh, aua. Wie weg hier? Du hast doch nicht mal angefangen zu schlagen. Du hast keinen einzigen Schlag verteilt. Der rennt schon weg. Oh, aua. Au. Ich darf bestimmt nicht meine Magie einsetzen. Nee, okay. Wir sollen die nicht töten. Boah. Hey, bleib doch hier. Oh Mann. Die wollen alle gehen. Wir sind zu stark für die. Oh, okay. Das war's, glaube ich, oder? Oh, er steht auf. Achso, nee. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Oh, wie sollen wir da anfangen? Wo sollen wir da anfangen? Doch, komm, frei heraus. Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut.
Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Okay. Ja gut, das haben wir gerade gesagt. Was ist denn mit Rittersporn? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Männern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Hä, aber ich hab gedacht, das wäre ein Bordell. Da wurden wir aber falsche Versprechen gemacht. Aber darum geht's nicht. Wir sollen... Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Oh. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Wunderschön. Wirklich. Ich bin fasziniert. Aber, oh, hier haben wir schon den ersten Hinweis, oder? Zehn Fässer trockener Toussaint, fünf Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Offenbar nimmt Rittersporn das Kneipengeschäft ernst. Und ob, er gibt sich wirklich Mühe. So engagiert habe ich ihn noch nie gesehen. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. An seinen Eskap... Ob das nützlich sein könnte? Eine könnte ihn ja verführt haben und... Naja, nichts allzu Gutes im Schilde geführt haben. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Okay, ich soll den... Oh, was hängt da denn? Kann man das lesen? Ja. Hey, was? Hey. Oh. Eine Schöpfkelle brauchen wir nicht. Da. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Oh Gott. Moment, wie hieß der? Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ja. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Ja, der Julian. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre... Psst, leise jetzt. Das wollen wir nicht nochmal hören. War das gerade ein kleiner Fehler? Wo haben wir es denn? Da. Da, okay. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstattsunterricht? Sie zwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großen Garten in Gildorf. Molly. Ah, okay, das ist Rosa war Atre und jetzt Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle. Ah, okay. Vespula, obgleich schüchtern ihr Blick keine Liebschaft sie scheut, und mein Herz je schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Okay, Ferneck, Wäscherei an der Pontamündung.
Oh Gott. Marabella, himmlisch tönt ihr Geschrei hinter der geschlossenen Türen. Doch auf der Bühne vor lauter Schnarchen ist es kaum zu hören. Die Scherben am Armenplatz und Eilhal, ein seltsames Wesen voller zwiefacher Art, gibt ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei, okay. Julian Alfred ja. Count de Lettenhove den Titel Moment. Meister der Hier. Geisteswissenschaften verleihen. Okay. Doch, das war's jetzt, danke. Okay, sprechen wir erst mit Zoltan. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Okay. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Oh wei, aber da kannst du auch ein Lied singen, Geralt, ne? Ich sag nur Einhorn. Vespula, kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Okay. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa Baatre hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Na schön. Aber Vaatre, ist ihr Vater zufällig der nilfgaardische Botschafter? Genau der. Kennst du ihn? Das ist übertrieben. Ich habe im Palast in Vysimar kurz mit ihm gesprochen. Na, dann weißt du ja, was für ein Typ er ist. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen. Aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Ein Lehrer, meine ich. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha. Von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Okay, damit haben wir alles gefragt. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Oh Mann, da müssen wir jetzt hier Detektiv spielen. Hier ist auch irgendwie nicht so einfach. Ja? Es kann nicht einfach... Na, wir gehen einfach mal der... Hey. Okay, ich guck mal ganz kurz, wie die verteilt sind. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Auch die sind ja eigentlich alle in der Nähe. Okay. Gehen wir einfach mal zur ersten hin, wo uns die Spur hinbringt. Es kann nichts einfach sein. Es kann nicht einfach sein, da ist Ritterspur. Nein, jetzt müssen wir alle seine Verflossenen ab... Oh. Wartet da ein kleines Kämpfchen auf uns? Die Banditen trete ich in den Hintern. Den. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte.
Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Oh, bitte. Jo, natürlich. Der Spuler hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Ich. Mein Preis war besser. Na schön. Mal sehen, ob du ein Schnäppchen oder ein Reinfall bist. Ja, das werden wir jetzt sehen. Ihr Schweine! Ja, komm. Zack, zack, zack. Und der hat die größten Töne gespuckt und ist als erstes tot. Oh, ho, 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 ho. Aua. Oh, ich hasse die. Moment. Moment, Moment, Moment. Was? Echt? Glaube ich nicht. Boah, voll ins Gesicht. Voll durchs Gesicht. Boah. Jo. So, da hat auch dein Ass nichts mehr gebracht. Tot ist er. Blut besudelt. Alles. Die ganze Arbeit. Umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Oh je. Ah, erstmal beruhigen, vielleicht ist besser. Schon gut. Das kann man auswaschen. Natürlich. Man muss es nur in weißem Essig einweichen. Aber das ist nicht der Punkt. Wieder was gelernt. Das kann Junior mir nicht verzeihen. Entweder mache ich den Laden selber zu, oder er brennt ihn nieder. Tut mir leid. Daran habe ich nicht gedacht. Das Los der Frauen. Die Männer amüsieren sich, die Frauen kehren die Scherben auf. Tja, ich muss wohl nach Ochsenfurt ziehen. Professoren brauchen ja auch saubere Wäsche. Okay, ich dachte schon, wir müssen diesen Junior jetzt umbringen. Und irgendwie jede Frau hätte da so ihre eigene kleine Questreihe. Das wäre aber, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Aber ich würde es cool finden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Oh wei. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Der Geralt immer in diesem Sonnenschein steht bei der gerade aufgehenden Sonne. Ach ja, sieht schon episch aus. Aber mit wem war er da? Noch eine weitere Frau? Diese Frau, mit der er am Hafen war. Wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin. Oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Oh, okay, da haben wir nicht viel Glück gehabt. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. Werden wir ihm sagen. Aber wenn überhaupt, erst in der nächsten Folge, denn mit dieser aufgehenden Sonne und diesen lieblichen Klängen werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Also Freunde, wie immer danke fürs Einschalten. I'm Jay und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.